Hallo, willkommen zurück zu Blood Moon. So, heute machen wir mal die Hauptquest. Dazu müssen wir zum Wüstentempel. Wo sollten wir nicht erstmal einkaufen? Haben wir 70 Sachen, wären gut. Gut, bevor ich in eine neue Stadt gehe, gehen wir mal zu Asran. La la la. La 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 la. Na na na. Na na na. Na na na. Na, es hat sich nicht so viel verändert bei der Hauptserie da vom Original. Die Lanze ist besser. Helm. Ich brauche nichts. Du kannst gern meinen Müll haben. So. Ja, die haben wir bekommen. Kriegen wir eigentlich auch von den von der Vampir-Etikette, die wir am Ende dann doch nicht gemacht haben. Also wenn man das nicht gemacht hat, bekommt man das auch von der Quest da. Gut, dann zurück zum Wüstentempel. Ich muss mal näher ans Mikro. Lalala. Das hier scheint der Wüstentempel zu sein. Nyria ist auch schon da. Lass uns mit dir reden. Okay, wir gucken erstmal. Da war damals der Bannstein drin. Und der jetzt ist. Gute Frage. Hoffentlich irgendwo vergraben. Für immer. Oh, hallo. Ja, ich habe das Problem mit dem Kampfabsturz, glaube ich, immer noch nicht gefixt. Heute hatte ich das, dann hatte ich es nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Ich hau mal drauf, das Seefeuer. Und dann wird Licht auch nicht funktionieren, vielleicht gehen die Debuffs. Kann Jaina mal Eis machen. Was macht denn am meisten Schaden? Das. Bam. Kann wahrscheinlich nicht bluten. Oh, er hat was Neues gelernt. Reduziert magische Abwehr. Nice. Bam. Natürlich der Kopf verstimmen, weil der darf nicht fehlen. Und jetzt der verwirrt und das Spiel jetzt abstürzt. Spotten haben wir ja jetzt auch. Scheint nicht.
Geht das? Also mag ich's. Da seid ihr ja. Wir konnten noch nicht in den Tempel eindringen, aber er scheint mehrere Etagen zu haben. Wir haben vorhin ein paar von Asghars Vampiren erwischt. Jetzt sind wir uns sicher, dass der Feuerrubin sich dort irgendwo befindet. Er ist wahrscheinlich ganz tief unten. Davon können wir ausgehen. Wie sollen wir vorgehen? Am besten geht ihr voraus und wir geben euch Rückendeckung. Und haltet Ausschau nach Fallen und Monster. Dieser Tempel ist bestimmt voll davon. Das bekommen wir hin. Seid vorsichtig. Wir wissen nicht, was Asghar hier noch so, sonst noch so erschaffen hat. Sprecht mit Lady Nyria. Wir werden Lady Nyria in diesem Tempel zur Seite stehen. Geht ihr voraus und wir folgen euch. Gut. Wir laufen in die Fallen rein und könnt ihr nachkommen. Oh, hallo. Eine Wüstenlamia. Kritisch. Heilstickmann, es ist zu spät. Aura der Blutstärke. Sollte man nachts machen. Kann hier besser kämpfen. Ich habe nichts Besonderes noch gar nicht benutzt. Oh, kritisch. Ja, du kannst bestimmt bluten, oder? Ja. Warst du nicht gerade schon dran? Ich wieder nicht geachtet, was denn da passiert ist. Kannst du auch schlafen? Noch stürzt es nicht ab. Sollte vielleicht aber öfter, trotzdem öfter speichern. Aua. Weg mit dir. Die Jaina braucht nur Blut. Meine auch. Der Dämon braucht man wieder nur heilen. Hallo? Oh, ist die Musik laut? Bin mir nicht sicher. Ich bleib trotzdem mal hier näher dran. Natürlich ein Fass. Eine eiserne Jungfrau. Essenz der Ewigkeit. Das hatte ich noch nicht gebraucht bis jetzt, glaube ich. Vielleicht heißt das Bullshit. Vielleicht heißt das doch, dass es ein bisschen zu leicht ist. Jetzt geht's ab hier. Oh Gott. Oh, da hat der Todeffekt wieder funktioniert. Passiert aber öfter. Okay, resistent. Licht mit Lauf nicht gehen. Okay, heil dich mal. Boah, wie scheiße. Jetzt kann ich mal den Bodensaft benutzen.
Niesen ist auch gut. So, weg mit dir. Okay, so schlimm waren die gar nicht. Obwohl, ich weiß nicht. Ich hab. Der Toteffekt hat ja funktioniert. So konnte ich es nicht wirklich testen. Habe ich nicht vermisst. Aber jetzt können wir mehr zaubern. Da die Schatten machen, dann ist so Schatten wohl nicht gut. Vielleicht eine Lichtexplosion. Nee. Okay. Vielleicht mal ein tödlich Eiskristalle. Ein Grauschlag. Und irgendwie Kristalle. Ja, der hat ja auch mal den Fokus jetzt. Also nur Feuer ist effektiv. Oh mein Gott. Okay, Krieger, du nutzt mal so einen Heilstab, Heilpulver. Oh. Mal, da müssen wir uns nicht so Sorgen machen, der hat richtig viel Death. Ob sie anfängt zu laggen. Ich habe in der Limruine habe ich jetzt die ganzen Fackeln weggemacht. Ein Knochenbrecherkäfer. Und in der Seelenhalle habe ich auch ein paar Fackeln weg. Das was bringt, weiß ich nicht. Dungeon können wir ja wieder in die Halle gehen und ein paar mehr Seelen. Ja. Verdammt. Ich sammle mal ein paar Seelen. Mal gucken, ob die diesmal auch so schnell verreckt. Aber ja, mal schauen, wie scheiße das ist mit den beiden. Meine ist eingefroren, direkt wieder weg. Ah, scheiße.
Magiefokus. So. Du machst mal. Ich glaube, Licht geht auf der Banshee. Aua. Weg, der Gefroren ist schon weg und gleich tot. Okay, wir brauchen mal einen Magierstab. Den halt sich jetzt voll. So, uns auf den hier erstmal konzentrieren. Und vollgeheilt. Und du trägst. Die Apokalypse haben. Okay. Jetzt bist du dran. Ich hätte auch mal das machen können. Ich glaube nicht. Es ist verwirrt. Es ist doch verwirrt. hier. Gut. Und klar. Oh, sehr gut. Ah, endlich. Das war ja schlimm. Der Tempel ist wirklich groß. Ähnelt Ustas Pyramide ein wenig. Ustas Pyramide. Ich war noch nie dort, aber ich habe vage Erinnerungen an den Ort von diesem abscheulichen Gardar. Stimmt, der Schattengeist. Bei Weiner war das ganz genauso mit den Erinnerungen. Wie Parasiten. Morlon. Ich will ihn einfach nur noch vergessen. Geht mir ähnlich. Gehen wir weiter. Die Schattengeister sind es nicht wert, dass wir auch nur einen Gedanken an ihn verschwenden. Das stimmt. Gehen wir. Echt mal. Scheiß Schattengeister da. Alleine. Mein Gott, ich habe vergessen, ihr Blut zu geben. Ciao. Das ist cool, dass man da runter gucken kann. Der glaube ich schon in Ustas Pyramide so gemacht. Ich habe schon wieder vergessen. Ich hab gedacht, wir finden hier noch was. Lecker. Komm, Jane, du kannst doch was essen. Das ist wieder ein Gegner. Höllenklinge. Oh. Das ist für dich. Träger ist betroffen von Feuerauer. Nice. Ein Blutelixier für dich. Ich speichere nochmal. Ja, jetzt ist dann Fass. Hier geht's nicht weiter. Jetzt kämpfe ich gegen den. Oder die. Boah, ey.
Was hast du jetzt davon? Gegen Eis? Ich glaube nicht. Bitte. Cool wäre, wenn man so für jedes Vieh, so wenn du es einmal bekämpfst, dann lernst du, was das so, wogegen das empfindlich ist und immun. Und dann kann man so ein Menü öffnen, um das nachzugucken. Na shit, ich hab's vergessen. Aber ich glaube, das geht nicht. Und dann, da müsste ich wahrscheinlich wieder ein Plugin suchen und dann noch mehr Plugins das Spiel noch laggiger machen. Laggiger. Ich darf nicht reden. Oh ja, den haben wir noch gar nicht benutzt. Sehr gut. Weg mit dir. So, jetzt lohnt sich das mal richtig. Lamia wieder. Drops wieder. Nur auf 30. Okay, manchmal hilft es, wenn man ein paar Mal ins Menü geht. Okay, wo bin ich jetzt? Hier ist es falsch. Kette der Unsterblichkeit, yay. Da müssen wir lang. Oh, hallo. Duschen mit dir? Hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ich weiß, ich sollte Seelen sammeln. Zelle ist leer. Gut, ich kümmere mich mal um sie. Ach ja, die Schildtränke, die ich nie benutze. So, jetzt habe ich's. Wo bin ich? Wer seid ihr? Lord Veldaris, kennt den noch jemand? Ihr werdet uns noch sehr behilflich sein. Mit eurer Macht wären wir übermächtig. Was? Lord Veldaris, wie kommt ihr voran? Meister Gadar erwartet Ergebnisse. Meister Gadar soll sich noch etwas gedulden. Durch unsere Experimente werden wir alles erfahren.
werden solch übermächtige Magie beherrschen, dass wir die Welt erobern können. Nun gut, ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Ah, sehr mysteriös. Vielleicht auch nicht. Elaine? Ich hatte wieder eine Vision von den Elras, als sie noch Menschen waren. Sie haben an etwas experimentiert. Vision? Wie fühlst du dich? Mir geht es gut, mach dir keine Sorgen. Wenn ich nicht wüsste, dass die Schattengeister verbannt wurden, würde ich fast denken, du hättest einen in dir. Nein, kein Schattengeist. Das ist etwas anderes. Das kann ich spüren. Wir müssen unbedingt weiter und mehr herausfinden. Ich mach mir trotzdem Sorgen um dich, Elaine. Schon gut, Walner. Falls etwas passiert, dann weißt du, was zu tun ist. Ich muss hier mal ein paar Lichter wegmachen. Auch wenn die schön aussehen, aber das Gelege ist kacke. Ich glaube genau runter zu 30 FPS. Ach ja. Oh, du Arsch. Oh, das sind die wieder. Gut, ich kümmere mich mal um die. Ah, wie schön. Ein Schreimer-Vampir-Fly. Nur noch 70. Ich muss mal auf der Suche nach Pentagramme gehen. Vergessen, dass die Musik so laut ist. Wahrscheinlich hört man die Hälfte gar nicht, was ich hier sage. Was haben wir denn da? Zauberreflexionschance. Vielleicht ist das ja ein Item, was uns zum Crashen bringt. Das wäre ja nicht so gut. Hallo? Habt ihr auch etwas gehört? Geht schnell weiter. Wir halten sie auf. Geht schnell weiter. An uns kommt kein Monster vorbei. Wir stehen bereit. Wir können auch da hingehen und die platt machen, aber pff, nö. Die sollen mal ruhig da gammeln. Oh shit. Hier ist ja wer. Lady Nyria, errette uns. Was willst du denn? Oh ne, nicht die Schuhe. Oh nice, der funktioniert. Ding. Jetzt greift er mich wieder an. Schnell, Elaine, renn! Das ist auch noch ein Geheimnis, glaube ich. Ja, ich glaube, es hat irgendwas mit dem Lichteffekt gemischt, mit den Fackeln-Animationen zu tun, das so übel leckt. Und vielleicht das Wasser hier auch noch. Geh mal da weg. Dann nicht. Gut, um die können wir uns ja kümmern. Das ging schnell mit dem Toteffekt. Kann man ja sagen, dass hier ist nur Wasser durch den Blutmond, nicht richtiges Blut. Aber diese Meere aus Blut passen irgendwie zu Vampire Stone, das ist so übertrieben, oh shit. Banshee. Wow. Vielleicht Jaina.
zweite. Hier auch nicht. Was wohl die Geschichte von dem Wüstentempel hier ist. Vielleicht hätte ich mir einen ausdenken sollen. Das Pyramide gibt es hier nicht. Ich hatte auch gar nicht so Pyramiden-Teilsets, obwohl ich hätte wohl das hier benutzen können, aber wir haben ja schon den Wüstentempel. Ustras Pyramide zum dritten Mal? Ich weiß ja nicht. Na gut, Klenner ist auch jetzt zum dritten Mal. So. Aber das ist eine Stadt. Sollte mal wieder speichern. Oh ja, komm her, jetzt müssen wir den defeaten. Ah, jetzt ein Pech, na gut. Mutmangel, warte, ich warte. Ich guck mal, ob da noch ein Fass ist. Oh, wir sind schon da. Das scheint das letzte Stockwerk zu sein. Schaut euch um, wir passen währenddessen hier auf. Macht das mal. Ist alles ruhig, aber wir passen auf. Habt ihr schon was rausgefunden? Gefunden? Noch nicht. Nun gut, aber lasst euch nicht ewig Zeit. Ja, ja. Passt auf die Monster auf. Natürlich. Oh, das leckt ein bisschen. Oh, die schon wieder. Ich hab die ein bisschen genervt. Mal gucken, wie die jetzt sind. Die sind immun. Erstmal. Die sind resistent. Ja, das ist schon besser. Denke ich. Die heilen sich. Die heißen Flammenwächter, also kommt gleich bestimmt eine Welle vom Feuer. Dunkle Kristalle, und dann muss ich den Feuerflug machen. Ja, macht durch Öl. Na verdammt. Ich brauch mal die Schatten, Feuerresistenz. Ja, mach ich Feuerresistenz. Gerade noch rechtzeitig. Jane hat Magie reflektiert. Jane könnte auch mal Dings machen. Wie heißt es? Den hier. Starke Elemente. Ich stacken die ja. Ich glaube schon, okay. Wir haben einfach ausgewichen. Gut, dem geht's schlecht. Aber die greifen gleich an, also kann ich hoffentlich den wenigstens wegmachen, dann kann der nicht mehr angreifen. Logischerweise. Sehr gut. Okay, Valmi, du machst. Mit Schatten auf die. Ja, geht. Sehr gut. Ist ja wieder so ein Treasure Goblin oder was?
Goldstein-Amulett. Helm. Helm des Kriegs, Herren. Nicht Jaina, Jaina geben. Das könnte auch für Jaina sein. Ne, doch nicht. Ist das was für dich? Ja. Verflucht! Noch mehr von diesen Elras-Bestien! Holt schnell den Edelstein, wir kümmern uns um sie! Beeilen wir uns! Wo sollen wir lang? Hier ist eine Sackgasse. Ich sehe da vorne einen Geheimgang. Ein Geheimgang. Wir müssen zuerst den Feuerrubin bergen. Was zum Teufel war das? Ein riesiges Monster. Macht euch bereit. Und dann komm mal. Da ist er. Der hat so eine coole Kampfmusik. Lindwurm. Ich glaube, Schatten war gut gegen den. Trotzdem mache ich erstmal Dings. Licht. Feuergut. Mal die Lichtklingen-Aura benutzen. Keine Ahnung, warum ich das nie mache. Mal vergessen. Dann zu viele andere Zauber zu benutzen. Tja. Ich brauch mehr Debuffs. Es gibt immer was. Zum Glück kann man die reinigen. Noch tut er gut. Mach halt. Feste Atem, Adern, Atem. Ich glaube, der macht gar kein Feuer. Wind, oder? Mach mal eine Feuerbombe drauf. Eine Clownrache hinterher. Ah, er beißt. Aua. Er hat ja wehgetan.
Ja, nicht genau, aber jetzt. Egal, wir haben ihn. Ich habe ein großer Papierstein. Verrecke! Noch einer. Ne, die muss ich mal ein bisschen reduzieren. Ein bisschen zu heftig. Ups. Magiersäbel. Boah, die Musik wieder auch hier. Muss man noch mal die Kiste öffnen. Das hat sich gelohnt. Zack der Leidenden. Leidenden. Schnell, wir müssen Lyria helfen. Lyria, wir kommen. Kümmert euch um die anderen Elras. Ja, hallo. Dumme Trottelviecher. Schön brennen, schön Feuerbombe. Leere. Geht Eis? Ich glaube nicht. Ich gebe dir den Todeffekt. Ups, falsche Haltung. Willst du nicht zurückkommen, Jaina? Ich hatte das einmal, dass ich die alle auf einen Haufen stecken geblieben. Das sah so lustig aus. Und Mangel. Ja. Ja, du dummes Vieh. Können ja nicht bluten. Nochmal ein Regen. Aua. Aua. Okay. Oh no, sie hat es nicht geschafft. Diesen Elras haben wir es gezeigt. Wir haben den Edelstein. Das habt ihr gut gemacht. Das bringt uns einen Schritt näher zum Ende dieses Kriegs. Wir danken euch sehr für eure Hilfe. Natürlich, wir haben immerhin alle dasselbe Ziel. Wir werden uns hier noch etwas umschauen und machen uns dann auf den Weg nach Schloss Dranak zurück. Falls ihr noch nicht dort wart, schaut euch in der Kirche von Astion um.
Dort soll offenbar etwas Seltsames vorgehen. Eventuell ein weiterer Edelstein. Danke, das werden wir uns anschauen. Pass auf dich auf, Nyria. Ihr auch. Yay, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir einen Tipp von der Kirche mit dem Astium Level 80. Der Tod meiner Soldatin ist ein großer Verlust, aber sie ist nicht umsonst gestorben. Sagst du auch noch was? Wir verlassen uns auf euch, Vampire. Gut. Und da haben wir es geschafft. Yay. Teleportieren uns mal. Ich kümmere mich mal hier um die Fackeln. Später. Möchtest du reden, Walner? Nein. Möchtest du reden, Jaina? Oh, Jaina möchte reden. Hast du einen Moment? Von mir aus, um was geht es? Schöne Erinnerung. Wir hatten auch schöne Zeiten zusammen. Erinnerst du dich noch an damals, als wir dir das Kämpfen beigebracht haben? Ah, das glaube ich noch vom Original VD3. Sehr gut sogar. Hier drin? Ja, Elaine und ich denken, dass es jetzt Zeit ist, dass du dein Geschenk bekommst. Ein Geschenk im Schrank versteckt? Ihr hättest mir auch direkt geben können. Es ist wichtig, dass du den geheimen Schalter kennst. Wir wollen nicht, dass irgendein Dieb die versteckte Schublade findet. Wieso? Was ist dort versteckt? Schau nach. Der Schalter ist in der hinteren rechten Ecke in der Schublade versteckt. Dann schau ich mal nach. Jetzt ein Schalter in der hinteren rechten Ecke? Was ist das? Ein Schwert und Krallen? Wie du weißt, haben Vampire viele Feinde. Sollten irgendwann die Menschen in diesem Dorf oder jemand anderes herausfinden, dass wir zu den letzten Vampiren auf dieser Welt gehören, müssen wir in der Lage sein, uns zu verteidigen. Aber nicht nur Menschen könnten eine Bedrohung darstellen. Walner und ich haben früher gegen sehr viele Monster gekämpft. Sollten die Wachen bei der Verteidigung der Stadt Unterstützung brauchen, stehen wir bereit. Wir haben nun schon so oft von dir gehört, dass du etwas gegen die Monster vor der Stadt tun willst. Und nun ist es an der Zeit, dass wir gemeinsam gegen sie kämpfen. Oh. Ihr beide habt früher gegen Monster gekämpft? Seit meiner Verwandlung habt ihr mir ständig erzählt, dass ein friedliches Leben unter den Menschen das Wertvollste ist, das wir haben. Bislang habe ich euch nie kämpfen sehen. Leider lässt es sich wohl nicht für alle Zeit vermeiden. Und da ist es wichtig, dass du es auch lernst. War Walner nicht immer ein leidenschaftlicher Krieger? Und dann droppt er einfach alles. Und die hier? Das ist dein Geschenk. Eine mächtige Glefe, mit der du jedes Monster aus ein wenig Distanz besiegen kannst. Alles, was du jetzt noch brauchst, ist ein wenig Übung damit. Dann gehen wir gemeinsam auf Monsterjagd und machen Klenner ein wenig sicherer. Die Waffe gefällt mir. Damit werde ich unzählige Monster töten. Nicht so übermütig. Bevor du gegen die Monster kämpfen kannst, brauchst du jetzt ein wenig Training. Wie wäre es, wenn wir draußen vor der Stadt üben? Das machen wir. Und was ist das noch für ein seltsames Buch in der versteckten Schublade? Das ist ein sehr altes und mächtiges Zauberbuch. Es ist wichtig, dass du weißt, dass dieses Buch niemals in falsche Hände geraten darf. Und kein Mensch sollte zu lange in seiner Nähe sein. Wegen dem Zauberbuch laden wir so wenige Leute zu Besuch ein? Du musst uns versprechen, dass du auf dieses Buch unfassbar gut Acht gibst. Es ist so mächtig wie gefährlich. Macht euch keine Sorgen. Nun passen wir zusammen auf das Buch auf. Wenn es so mächtig ist, sollten wir wirklich dafür sorgen, dass es niemals in falsche Hände gerät. Vielleicht zeigt ihr mir bald mal, warum es so mächtig ist. Ein andermal vielleicht. Lasst uns jetzt nach draußen gehen und mit der Glefe üben. Dann können wir schon in Kürze Monster jagen. Du warst ein Naturtalent. Naja, die Monster vor der Stadt waren auch nicht wirklich stark. Trotzdem. Wir hätten es nicht so gerne gehabt, dich gegen starke Monster kämpfen lassen. Wir wollten dich immer beschützen, aber wir hätten dir viel mehr vertrauen sollen. Es war nicht fair von uns. Schon gut, Elaine. Ich merke ja, dass es euch leid tut. Und ihr seid gerade auf dem besten Weg, dass ich euch doch noch ganz vergeben kann. Lass dir Zeit, Jaina. Wir verstehen das. Ha. Das ist doch mal ein gutes Ende für die Folge, oder? Finde ich schon. Okay, dann sehen wir uns nächstes Mal in der nächsten Folge und schauen uns mal ein paar Städte an.
mal wieder. Bis dann, ciao.